Tom Marx hier beim AOK Traditionsmasters für die Weißweiler Elf für Borussia Mönchengladbach. Kam eigentlich auch die Anfrage von Hertha BSC? Nee, die kam nicht. Ich habe jetzt hier ein paar alte Kollegen getroffen. Da hieß es schon immer, ja, falscher Verein, falsches Trikot. Aber eine Anfrage kam von Hertha nicht und ja, habe jetzt, seitdem ich aufgehört habe, auch nur für die Weißweiler Elf gespielt. Deswegen hätte die Anfrage auch gar nichts gebracht. Welchen Stellenwert hat das Turnier für Sie persönlich? Ja, es ist immer wieder eine schöne Sache, wenn man so nach der Karriere nochmal alte Kameraden wieder trifft, in so einer Atmosphäre spielen darf. Sicherlich haben wir alle schon das alles mal erlebt gehabt mit vielen Zuschauern, aber wenn man dann aufgehört hat, ein bisschen raus ist, dann kann man das ganz anders genießen. Und ja, die Halle ist schon ausverkauft, das sagt schon alles. Und ja, also es macht schon einen riesen Spaß. Ist noch Kontakt zu Hertha BSC da? Nee, nicht wirklich. Zu vereinzelten Spielern vielleicht noch, aber auch nur ganz sporadisch. Ist jetzt auch schon mittlerweile 11 Jahre her. Da sind auch nicht mehr viele Spieler übrig geblieben, mit denen ich noch zu tun hatte. Die meisten sind jetzt in einer höheren Position, sage ich mal, mit Michael Preetz oder mit Paul Dardai. Aber von den Spielern her, ja, ist jetzt nicht mehr wirklich viel übrig geblieben. Vielen Dank.